So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Tierische Internetstars. Ja, kannte ich gar nicht. Bis vorhin an der Tankstelle habe ich das Multipack hier gesehen. So, und ich habe mir natürlich nicht das Stickeralbum mitgenommen, weil ich wollte erstmal gucken, was das überhaupt ist. Weil ich bin nicht so der Internetschauer von Katzen und Vögeln. Das ist einfach so. Da scheinen wirklich immer nur die meistgeklickten tierischen Videos. Haben sie jetzt wohl Stickers von gemacht? Oder hat Panini Sticker von gemacht? Es gibt, glaube ich, 200 verschiedene Tiere in so einem Multipack. 36 Sticker drin. Das Ganze für 4,99 Euro. Gleich 8 Tüten plus 6 Sticker Extras. Das ist hier dieser Stickerbogen. Und wie gesagt, ich kannte die nicht. Wer sie natürlich kennt und auch sammelt, schreibt es mir und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare. Weil ich weiß nicht, ob ich damit weitere Videos mache. Aber ich wollte euch auf jeden Fall wieder was Neues präsentieren. Und das ist mir hoffentlich damit gelungen. Mit die tierische Internetstars. Tja, kenne ich nicht. Das ist der 6er Bogen, der dabei ist. Ihr seht selber. Der ist Vogel-Katzenlastig. Okay, ein Kanickel ist dabei. Aber sonst, naja. Und jetzt öffnen wir mal die ganzen Tüten. Dann kann ich euch zeigen, wie die Sticker aussehen. Und ihr könnt entscheiden, ob ihr die sammeln wollt. Weil ich versuche natürlich, irgendetwas davon unter ein Video zu verlinken. Ihr wisst ja, sicher, bequem, auf jeden Fall günstiger, müsst ihr selber mal schauen. So, ich lege die jetzt alle auf den Haufen. Ihr seht, auch Puzzle-Sticker sind dabei. Oh, eine Katze im Korb. Gelbbrustara wird das in groß. Oh, schaut mal hier. Also bis jetzt muss ich sagen, es gab auch schon Tiere von anderen. Ich glaube, Rewe und Edeka, die haben also tierische Sticker rausgebracht. Natürlich keine Internetstars, aber woran soll man erkennen, dass das Internetstars sind? Sieht aus wie ein ganz normaler Papagei. Aber naja, wie gesagt, oder hier die Katze. Für mich, muss ich echt sagen, ist es nicht. Okay, das ist ein witziges Bild. Der macht wohl Werbung. Ah, die Katze ist müde. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr die findet, was ihr davon haltet. Und das Wichtigste, sammelt ihr die selber, weil ich bin ein Hund, der ein Brötchen isst. Foto gemacht und schon Internetstar. Ja. Ich bin absolut raus. Das ist so. Aber das ist ja auch nur mein Geschmack. Ihr könnt die natürlich richtig cool abfeiern, weil ihr gerne, ich sag mal, Katzen, Hunde, Vögel, Papageien, Videos euch anschaut. Das ist ja auch der Hype. Ich glaube, jeder hat schon mal ein Vogel- oder ein Katzenvideo mal geschickt gekriegt. Oder mehrere. Aber wie gesagt, ich bin raus. Aber ihr seht auch hier, wie doppelt das ist. Oder hier. Wenn man, glaube ich, in den Zoo geht, kann man die Tiere auch fotografieren. Zwei Sticker-Booster habe ich noch. Oh, süßen Kanickel. Ah, doppelt. So, und hier ist es nun.
das letzte tierische Internet-Stars-Sticker-Booster. Ja, ich glaube, die werden auch nicht so gut bei euch ankommen. Könnt mir ja meine Kommentare schreiben oder einen Daumen hoch. Da lassen wir keinen Mist zu schreiben haben. Deswegen, ich glaube, ich gebe auch kein Geld mehr dafür aus, für die Sticker. Weil es werden wohl weniger Klickzahlen da drauf sein. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte euch gerne mal wieder was Neues zeigen. Was auch auf dem Markt ist. Vielleicht hat der ein oder andere Lust dazu. Das ist es nun. Die tierischen Internetstars. Stickeralbum gibt es dazu noch passend. Ich habe aber erstmal nur ein Multipack gekauft. Ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Ich versuche natürlich irgendetwas da unter ein Video zu verlinken. Sicher, bequem, auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr selber mal schauen. Aber das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.